Recht herzlich willkommen zur 15. Folge von Simotrans und zwar mit dem Grafikpack 128 German. Ja, wir wollten noch hier eine Dingensausweiche bauen. Die machen wir hier hin, denke ich. Allerdings kommen wir eigentlich auf dem rechten Gleis, ne? Genau, hier hoch. Ja, dann machen wir das so, verlängern das und dann ist nachher daneben an auch noch möglich. Ne, wir müssen ja da weiter, dann passt das. Wird schon klappen. Haben auf jeden Fall einen Versatz hier drin. Ne? So, jetzt passt's, ne? Jetzt kann der da lang tuckern und der da lang tuckern. Genau. Okay, dann sind wir damit fertig. Der ist schon weg. Der steht jetzt hier, oder? Ne, das ist ein anderer. Der ist schon wieder auf dem Rückweg wahrscheinlich. Das ist Süd, oder? Kohle Süd, ja. Das heißt, Hauptseller. Hier müsste jetzt Kohle da sein, ist aber schon aufverbraucht. Ich glaube, da müssen wir riesen Kohlezüge machen, dass das da nicht gleich aufverbraucht ist. Ist einer auf dem Hinweg, einer auf dem Rückweg hier? Sieht so aus. Oh, wieder die 5 gedrückt im Ziffernblock. Ja. Ja, mit Kohle kann man natürlich das Geld scheffeln, das wissen wir auch. Und das Geld, wie sieht das überhaupt aus? Super sieht das aus. 310, 311, Marge 42, was will das Herz mehr? So viel Geld erwirtschaften wir zurzeit, da brauchen wir gar keine Sorgen machen. Aber das kann in so einem Spiel auch schnell wechseln, ne? So, der wartet da auf den. Das bedeutet, wir müssten hier mal noch was zwischenbauen, glaube. Gleis erweitern. Ne, das sieht doof aus, ne? Das würde bedeuten, wir müssen noch mal da Bergeimer wegmachen, ein Stück. Und dann da lang. Ja, komm, dann ziehen wir es auch durch. Da ist der Maschinenfabrikbahnhof überfüllt. Und dann brauchen wir das Signal da. Passt. Ja, wir können das jetzt automatisieren, indem wir Shift drücken, ne? Aber alles gut. So machen wir's. Und da noch eins hin. Dann sollte das schon klappen hier. Gut. So, dann ist das auch gegeben, dass die da besser durchkommen. Hier haben wir jetzt noch ein kleines Nadelöhr, aber das soll erstmal gut sein. Irgendwie läuft's überall, oder? Der steht. Und jetzt kann er gleich fahren. Der fährt durch. Ne, er hält an. Das Signal müsste hier unten stehen, ne? Und dieses hier müsste da stehen. Und jetzt müsste das weg, aber wie der Teufel hier so will, geht das nicht weg, ne? Geht auch so nicht. Geht nur so. Nur wieder aneinander flicken. Fertig. Gut. Läuft aber. So, die sind da unterwegs. Ah, das ist hier auch eine verdammt lange Strecke wohl. Nochmal hier eine Weiche zwischen machen. Signale dran.
läuft. Ist die Frage, ich glaube, der wartet noch bis da, weil der das noch nicht erkannt hat. Der fährt in die Richtung. Davor wartet man. Sollte funktionieren. Okay. Wo ist denn unser Transportzug hier mit den... Achso, der war gerade im Bahnhof, alles klar. Gut. Haben wir hier reingeschaut. Prozent erreichen. Jetzt müsste der Maschinenteile, glaube ich, holen, oder? Obwohl, ich habe nicht gesehen, was er geladen hatte. Nee, er hatte schon Maschinenteile. Er holt jetzt hier wieder. Ups. Er holt jetzt wieder Lackfarben. Oder Chemikalien oder Druckfarben. Nee, Lackfarben waren für den Baumarkt, ne? Der Baumarkt, Maschinenfabrik und Chemiewerk hat auch was. Ach so, ja, genau, das müsste er, ja, das wird er gerade eben schon vor längerer Zeit gekriegt, das passt also. Gut, wie sieht's denn hier so jetzt aus? Schrott fehlt, Kohle ist da. Jetzt stellt sich mir gerade die Frage, wie kommt der Schrott hier hin, ne? Mit der kleinen Wimmelbahn wahrscheinlich nur, ne? Dieser hier, ne? Der nimmt gleich Schrott mit und bringt den dahin. Wenn der es dann hier ist. Tja, ich glaube, wir müssen da was ändern. Er nimmt jetzt Stahl mit und Schrott. Genau, 66 Tonnen. Aber wie viel haben wir hier? Reichlich, ne? Eigentlich muss der hier gar nicht langfahren, den Schrott dahin bringen. Der kann bis dahin fahren. Da müssen wir nochmal genau denken. Ich glaube, das verändern wir. Hier sind Kohlezüge. Ne, die würden nicht leer fahren. Wie machen wir das? Ich glaube, die nehmen wir von der Linie runter. Schrott liegt hier. Sowas von. Dann müsste nur ein Zug jetzt danach hinfahren und den da hinbringen, ne? Dann würde das auch laufen. Ja. Ich glaube, den schicken wir dann mal ins Depot, ne? Stopp, jetzt einmal nur. Ins Depot. Der hat jetzt geladen. Details. Ah ne, nicht laden, da war's. Der bringt jetzt den Stahl dahin. Und dann kann er ins Depot.
Warum ist da Stückgut drinne? Für den Stahl? Nee. Für die Farben auch nicht. Der kann jetzt ins Depot fahren, der ist leer. Das ist Maschinen, Stahl, Schrott. Maschinen fährt ein eigener Zug. Der steht hier. Und der Rest kriegen wir auch noch hin. So, das bedeutet der weg, der weg und der weg. Und hier hängen wir noch was dran, ne? Und dann ist das die Linie. Weil die hat noch keinen Fahrplan wahrscheinlich. Nee. Und der fährt von da nach da. Sollte hier eigentlich 100% laden. Machen wir auch. Gucken, wie lange der Bahnhof dann läuft, ohne dass jetzt blockiert wird. Ne, das ist verkehrt. Fahrplan ist das. Na, jetzt sind wir da voll neben. Öl. Die Linie ist es nicht. Die Linie ist es. Schrott. Stahlwerk. Und zwar Stahlwerk West. Dann lassen starten. Jetzt kommt er da raus und die will hoffen, ja, die Linie heißt so. Passt. Gut, jetzt brauchen wir noch einen Zug fürs Eisen. Oh. Ach so. Eisen, muss ja Eisen. ABCDE Eisen. Nee, nicht Eisenerz. Stahl ist es, sorry. Stahl, da haben wir auch zwei. So. Und der kriegt einen Fahrplan. Der sieht dann so aus. Und da. Nach da. Und dann nach da. Und dann fährt er wieder nach dahin. So, und das Ganze ist neue Linie. Und heißt Stahl einfach. Und starten. Gut. Und fährt da los. Und das Depot erreicht, ist schon erledigt. So. Ich hoffe, dann passt's. Stahlwerke werden beide leer gemacht durch diesen Zug. Schrott wird bei beiden Werken hin und her gebracht. Und Eisenerz ist jetzt noch das Problem, glaube, ne? Was hat er denn hier geladen? Der hat Eisenerz für Hardexen geladen, also passt das auch. Jetzt haben wir nur noch einen gemischten Zug. Auf dieser Strecke. Ich weiß aber nicht, wo er gerade ist. Da. Der fährt gerade leer durch die Gegend.
Tja. Den würde ich dann mal sagen, den gemischten Zug, den nehmen wir dann in der nächsten Folge auf und müssen dann überlegen, was wir mit dem machen. Weil der ist ja dann auch nicht mehr so vonnöten. Die Stahlgeschichte ist erledigt. Die Kohle läuft, glaub ich, so oder Eisenerz, was er auch immer mitnimmt. Den machen wir auf nicht laden zum Depot. Und dann müssen wir da nochmal gucken. Der kommt ja dann in der nächsten Runde an, da erinnert er mich dann auch. Gut, dann würde ich ja sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.